Sie sorgen dafür, dass er hier eine Zukunft hat. Der Thymian-Ameisenbläuling. Er liebt sonnige und nicht gedüngte Alpwiesen. Diese hier drohte allerdings zu verwalden. Die ist so stark bewachsen, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen, die frei zu halten. Ich glaube es nicht. Ich werde immer älter, kann nur mal Leute, die sowas machen, sind schwer zu finden. Wenn du das zahlen musst, ist fast auch unbezahlbar. Kleine Bäumchen, Rosen und Brombeeren wuchsen so stark, dass kaum mehr Weidefläche übrig gewesen ist, wie das Bild von 2020 zeigt. Wald hätte das ausbedeutet für den seltenen Schmetterling. Die Mitarbeiterinnen des Landschaftspflegeverbands machten deshalb den Vorschlag, die 2,5 Hektar große Fläche doch weiter zu bewirtschaften, mit staatlicher Unterstützung. Wir bekommen bei dem Projekt hier jetzt 90% Förderung, weil wir eben so besondere Arten haben wie den Thymian-Ameisenbläuling, und 10% zahlen wir als Landschaftspflegeverband selber. In den vergangenen 3 Jahren wurden knapp 10.000 Euro ausgegeben, hauptsächlich um die Helfer zu bezahlen, die die Flächen mähen. Der Landwirt hat dafür junge Leute aus seinem Bekanntenkreis gewinnen können. Bei einem privaten Treffen entstand die Idee, auch Ziegen, wie es früher weit verbreitet war, anzuschaffen. Die Hilfe, die ist da einfach brutal, weil das ganze stachelige Zeug, was halt normale Schumpet erset, das packt die Geister halt lieber wie so ein Gras. Und das, mir ist halt auch leichter zum Schwenden, weil mir dann einfach weniger zum Schwenden haben. Schwenden heißt freischneiden. Dort, wo die Ziegen waren, ist kaum mehr etwas zu tun. Dort, wo nur die jungen Rinder gegrast haben, müssen die Arbeiter ran. Die gemähten bzw. abgefressenen Flächen braucht der Thymian, um zu wachsen. Und der Falter den Thymian, um zu überleben. Praktisch, dass die Ziegen das aromatische Kraut nicht mögen. Ja, gut. Das ist schon noch ein bewohnter Bau. Ja. Hätte mich auch gewundert, wenn nicht. Genau. Alles da, was der Falter braucht. Von den Ameisen lässt sich die Schmetterlingsraupe nämlich durchfüttern. Ein bisschen wie ein Kuckuckskind. Im Frühling, wenn dann die Puppe eben fertig ist, schlüpft der Falter und dann fliegt es eben auf, dass es eigentlich gar keine Ameisenlarve war. Und dann muss der Schmetterling eben möglichst schnell aus dem Bau raus. Der Lebensraum des Falters ist erst einmal gesichert. Die Tage der Ziegen dagegen gezählt. Wir gehen sie halt im Herbst zum Metzger, dann machen wir halt Hartwurst, Landjäger, Pfefferbeißer, weil wir alle halt keinen Stahl haben, dass man sie halt überwintert. Und dann kann man halt nächstes Jahr wieder neue kaufen und dann ist das halt so der Kreislauf bei uns. Auch wenn die Förderung ausläuft, alle sind sich einig. Sie wollen auch in Zukunft die ganz besondere Albfläche im Gunzesrieder Tal weiterpflegen.